während meiner üblichen Rundfahrten oder Rundgänge innerhalb des Stadtgebietes, allerdings auch ein kleines bisschen weiter entfernt, schaue ich natürlich vor allen Dingen in der Brutzeit nach den Turmfalkenkästen, die leicht einsehbar sind und die ich vom Boden aus durchaus leicht sehen kann, und stelle dann immer wieder fest, dass offenbar sämtliche Kästen auch jetzt noch belegt sind und aus fast sämtlichen Kästen erfolgreich junge Turmfalken ausfliegen. Dies ist für mich natürlich ein großer Erfolg und daran erfreue ich mich nach den 30 Jahren, die ich inzwischen für die Turmfalken arbeite und gearbeitet habe. Also die ganze Geschichte fing damit an, dass ich Anfang der 70er Jahre einen sehr berührenden Fernsehbeitrag im ZDF aus München sah von einem Dr. Grasmüller, der über den Vogelfang in Italien einen sehr eindrucksvollen Bericht machte. Und dieser Bericht ist mir also derart in die Knochen gefahren, dass ich mich zum damaligen Zeitpunkt sofort beim Komitee gegen den Vogelmord engagiert habe. Über dieses Komitee gegen den Vogelmord bin ich dann an den DBV, den Deutschen Bund für Vogelschutz, geraten, habe mich da etwas engagiert und habe von dort dann auch regelmäßig die entsprechenden Mitgliedshefte bekommen. Und in einem dieser Hefte erschien Anfang 1975 ein Artikel darüber, dass man Turmfalken sehr gut helfen könne, indem man ihnen Brutmöglichkeiten schaffen würde. Und so habe ich mich also dann auf die Turmfalken spezialisiert und habe mich 1975 kundig bei einem damaligen DBV-Landesvorsitzenden in Frankfurt gemacht, der mir entsprechende Informationen gab und mir auch die Konstruktionszeichnung für einen Turmfalken-Nistkasten geschickt hat. Nachdem mir klar wurde, dass man für die Turmfalken etwas tun konnte und musste, fiel mir während eines Spaziergangs in der Mittagspause in Erkrath auf, dass ein Turmfalke auf einem Ständer einer riesengroßen Halle saß, die gerade gebaut wurde. Nachdem dann die Lagerhalle oder die große Werkhalle fertig gebaut war, allerdings außen noch ein Gerüst stand, habe ich mich dann bis zum Eigentümer durchgehangelt, der mir dann die Erlaubnis gab, an seiner Halle einen Turmfalkenkasten aufzuhängen. Und 4 Wochen später, im Juni 1975, sah ich dann, dass das Turmfalkenpaar dort brütete und dann auch tatsächlich erfolgreich brütete und ich glaube zur damaligen Zeit 7 Junge großzog, die auch erfolgreich ausgeflogen sind. Das war also dann die Initialzündung dazu, dass ich die ganze Geschichte intensiviert habe. Ich habe dann unter anderem einen Kasten am Nachbarhaus von meinem Wohnhaus in Merscheid aufgehangen und noch im gleichen Jahr brütete dann zum ersten Mal in Merscheid ein Turmfalkenpaar am Nebenhaus bei uns. Und dieser Kasten ist praktisch seit 77, 78 regelmäßig belegt von einem Turmfalkenpaar. Und das war dann der Startpunkt dazu, dass ich also stets mit offenen Augen durch die Landschaft gefahren bin und an Kirchtürmen, Werkhallen oder hohen Wohngebäuden dann immer aufgepasst habe, sobald dort ein Gerüst stand, habe ich mich dann jeweils zu den Eigentümern durchgehangelt und habe gefragt, ob ich dort einen Turmfalkenkasten aufhängen durfte. Das hat fast jedes Mal funktioniert. Das heißt, wir haben insgesamt über den Daumen gepeilt fast 50 Kästen aufgehangen, die ich zum Teil mit unterschiedlichen Helfern gefertigt habe und dann auch zum Teil mit unterschiedlichen Helfern an den Wänden aufgehangen habe. Und als bestes Beispiel mögen die beiden Falkennistkästen herhalten, die wir in Düsseldorf-Garath
an einem glatten Kirchturm aufgehangen haben. Und dabei passierte Folgendes: Der Feuerwehrmann, der auf der Leiter jetzt nach dem Aufhängen der Kästen zurück herunterfuhr, war noch ungefähr auf Hälfte der Höhe des Kirchturms, als bereits über ihm ein Turmfalkenpaar um die Kästen kreiste, die Kästen in Augenschein nahm und, wie ich dann hörte, auch später tatsächlich gebrütet haben und auch erfolgreich gebrütet haben. Das zeigt, wie sehr diese Kästen benötigt werden und auch wurden, um den Tieren eine Verbreitungsmöglichkeit und eine Brutmöglichkeit zu geben. In der Solinger Stadtkirche hängt der Falkenkasten im Inneren des Turms. Da schaue ich gerne mal nach dem Rechten, ob es den Jungtieren auch gut geht. Es gibt also immer wieder die Sorge, dass Turmfalken-Nistkästen von verwilderten Stadttauben belegt werden, was also auch durchaus möglich ist. Allerdings ist es ja so, dass fast sämtliche Kästen bei uns von Turmfalken belegt sind. Und wenn die Turmfalken die Kästen belegen wollen, ist es für diese Greifvögel kein Problem, Tauben auch aus der näheren Umgebung der Kästen zu vertreiben, was sie dann auch tun, weil in der Brutzeit sind sie recht aggressiv. Ich hänge die Kästen sehr gerne an Wände auf, die nach unten hin oder vor denen nach unten hin beispielsweise ein Flachdach ist oder ein Kirchenschiff ist. Die jungen Turmfalken üben an den Kästen sehr gerne mal zuerst ihre Flugmuskulatur, um die etwas in Übung zu bringen und etwas zu stärken, und fliegen dann aus. Oft ist es so, dass sie die Höhe nicht halten können, in der der Kasten hängt, und sie deshalb auf Dächern landen, die unterhalb des Kastens sind. Diese Dächer bieten diesen notgelandeten Turmfalkenjungen eine sehr große Sicherheit, weil sie nicht am Boden sind und am Boden einer vorbeistreunenden Katze zum Opfer fallen. Turmfalken, die uns hilflos in die Hände fallen, versorgt man in allererster Linie mit Fleisch aus der nächsten Metzgerei. Und dazu nehmen wir Rinderherz oder Rinderleber in Stückchen geschnitten, handwarm vorgewärmt in einem Wasserbad, und versuchen den Tieren das zu reichen, die sie im Allgemeinen auch gerne nehmen, weil sie völlig ausgehungert und entkräftet sind, wenn sie in unsere Hände fallen. Greifvögel, die wieder ausgewildert werden müssen, das heißt also, die noch etwas gepflegt werden müssen und nicht von selbst gleich wieder wegfliegen, nachdem sie etwas Kraft gewonnen haben. Diese verletzten oder flugunfähigen Greifvögel werden von uns in erster Linie in die Auswilderungsstation Gerresheim und in zweiter Linie in die etwas weiter entfernte Station Rösrath gebracht. Dort werden die Vögel im Allgemeinen wieder, wie ich sage, auf die Tragflächen gebracht und dann ausgewildert. Wir sind hier in der Bergischen Greifvogelhilfe in Rösrath. Wir haben uns ehrenamtlich zur Aufgabe gemacht, verletzte, verwaiste Greifvögel aufzuziehen, zu reparieren, primär mit dem Ziel der Wiederausbildung. Und wir betreuen hier im Jahr so um die 250 Greifvögel aus einem recht großen Einzugsgebiet.
zum Thema Verwandte des Sturmfalkens sei gesagt, dass nach meinen Informationen sogar einer der sehr seltenen und kleinen Baumfalken in der Ohligser Heide brüten soll und dort sein Revier haben soll. Ich selbst habe den Falken noch nie gesehen, kann mir aber durchaus vorstellen, dass die Information richtig ist, weil die Ohligser Heide ökologisch in den letzten 20 Jahren wirklich wesentlich aufgewertet wurde. Bei meinen Wanderungen durch die Ohligser Heide hoffe ich immer darauf, einen Baumfalken zu erblicken. Dies ist mir jedoch bisher leider nicht gelungen. So freue ich mich dennoch, meine Turmfalken zu erblicken. Ja, interessant in der Ohligser Heide ist natürlich auch die Anlage der neuen Tümpel in der Nähe des Heidebades. Dort sieht man, wenn man genau hinsieht, immer wieder diverse Frösche und natürlich auch entsprechende Libellen, die dort fliegen. Im Übrigen sind die Libellen ja die Nahrungsgrundlage des Baumfalken. Und ohne Libellen würde es den Baumfalken sehr wahrscheinlich in der Ohligser Heide nicht geben. Das heißt also, diese Vernetzung scheint in der Ohligser Heide schon wieder zu funktionieren. Es ist mir leider bisher nicht gelungen, jüngere Leute zu finden, die es sich zur Aufgabe machen, sich intensiv zum Beispiel um Turmfalken zu kümmern und die bereit und in der Lage sind, meine Arbeit weiterzuführen. Das heißt, ich kenne bisher leider niemanden, der gerne die entsprechenden Turmfalkenkästen baut oder aber zumindest fertige Kästen aufhängt. Mit anderen Worten, mit offenen Augen durch die Landschaft fährt und einfach meine Arbeit weiter fortführt.